Nein, nein! Wie dumm! Einen zeniastischen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Baro 2 mit dem Sallyville mal wieder. Hallöchen. Und ich bin der Zinni, ja, und wir gehen auf den Server und gehen weiter in unserer Mission. Des Hundezucht, der Hundezucht. Was eine typische deutsche Tugend ist übrigens. Oh! Nein, nein! Wie dumm! Wie dumm! Geht mir doch alle auf den Sack! Komm her! Und das ist verloren. Ich guck gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Okay, das wäre ja noch zu verkraften. Ne, da ist es doch gerade gekommen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann die, glaube ich, nur so mit dem Gebratenen aufpäppeln, oder? Glaub ja. Ah, da ist noch einer. Ja. Den geht's ganz gut. Dem geht's noch schlecht. Oh Mann. Das war ein bisschen dumm, ich weiß. Also seid ihr es ja von mir gewohnt. So, jetzt zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein ist schon okay. Gucken wir mal, ob jetzt nochmal irgendwas mit Liebe geht hier. Sieht nicht so aus. Nee. Die Kleinen haben eh noch nicht. Und da ist die Border. Nah an der Grenze. Oh Mann. Es ist ja echt ein Drama. Die greifen einfach so den an. Der hatte noch gar nicht auf mich geschossen. Jetzt müsste noch der Blitz hier einschlagen, das wäre das Highlight. Das ist mir bis jetzt bei Minecraft noch nie passiert. Ne? Mir ist das schon mal passiert, dass der bei mir ins Haus eingeschlagen ist bei einem Singleplayer. Das war ein Fest. Ich hab mich echt gefreut. Ne, ist mir echt noch nicht passiert. Gut. Ich habe damals so ein Hero Prime Mod ausprobiert. Mhm. Da hat er mich halt mit Blitze angegriffen, aber sonst so random bin ich noch nie von einem Blitz getroffen worden. Okay. Das ist ja auch bei City Wars ist das ja auch so, dass da Skelette irgendwie mit Blitzen schießen können und sowas. Ich, beim Standard habe ich das gesehen. Ja, da kommt Freude auf. Die hauen da ab, oder? Meine ich das nur. Das sah gerade echt aus, als ob sie abhauen. Denkst du auch, gegen dich haben sie keine Chance. Mhm. Lieber abhauen. Okay. Ich hoffe, die Hunde sind, haben jetzt nicht zu viel abgekriegt da. Aber eigentlich greifen die Skelette dann eher mich an als die Hunde. Die Hunde werden, glaube ich, angegriffen. Außer von Spieler halt. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ich zähle jetzt nicht mehr. Ich kann es halt nicht ändern.
Kannst ja gleich wieder welche züchten. Und die Kleinen sind ja dann auch gleich groß. Ja. Ja, kann man so machen. Wo ist das Kaninchen? Hat das Hühnchen hier? Creeper. Und ich erst. Skelett. Das wird aber schon belagert. Haben sie es platt gekriegt? Ja. Ja, geil. Oh, da ist die Border schon wieder. Also wie ihr seht, das ist alles nicht mehr viel. Ja. Es wird immer 50 Blöcke kleiner. Ja. Kann man mal hier jetzt Hühnchen mit. Ich will nicht mehr so viel verschiedenes Fleisch mit holen. Ich will jetzt nur noch Hühnchen, Schweine und halt rohes Rindfleisch. Ach, du Hund, du. Okay. Du Hund, du. Ja, was soll das denn? Laufen die mir in den Weg? Ach komm. Mobs gibt's jetzt echt enorm viele. Siehst du das da unten? Ja. Ich mag meine Hunde. Kann ich mir gut vorstellen. Und wehe, die bringt noch einmal jemand um. Also bevor ich jetzt heute mich auslogge, werde ich mich irgendwo anders verschanzen, wo man die nicht mehr hört. Dann gehe ich ein bisschen tiefer. Weil ich glaube, die hört man auch bellen, wenn die ganz knapp unter der Oberfläche sind. Die hört man ja. Ja. Und das ist nicht gut. Ich soll mir abgewöhnen, so zu singen, während ich aufnehme, weil ich nachher Musik drunter lege und dann passt das überhaupt nicht. Muss halt irgendwie eine Musik singen, wo ich weiß, dass ich die später drunter lege. Genau. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Was könnte jetzt auch auf einmal was Spannendes passieren? Dann kommt auf einmal spannende Musik. Einmal. So Mission Impossible Musik, sowas. Ja, damit die GEMA sich auch freut. Ja. Sollen sich endlich mal einig werden. Ja, es ist so nervig. Weißt du, wenn du andere Videos guckst von amerikanischen YouTubern, die können machen, was sie wollen. Die können schön, weil sie Fair Use haben, können sie da irgendwelche Sachen einspielen. Das würde ich halt auch gern machen, weil es halt echt manchmal mehr bringt, wenn ich dann so einen bekannten Song da einspiele, als irgendeinen Scheiß. Das stimmt. Oh. Das wollte ich nicht. Aber wenn ihr Liebe machen könnt. Ja. Du nicht? Doch. Aber die Kleinen noch nicht.
Okay. Oh, bleibst du jetzt ungeliebt? Nee, oder? Doch. Oh, das tut mir leid. Armer Kerl. Ungeliebt. Oh, Creeper. Bogen? Oh, mein Bogen. Ach komm, hol mal mit. So, was haben wir denn jetzt wieder hier? Oh, auf jeden Fall wieder ordentlich. 9, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Nee, du hattest vorhin 7, ne? Ja. Du hast jetzt 3 Babys gemacht, glaub. Ich glaub auch. Dann 10. Yeah, wieder auf dem alten Stand. Ich habe übrigens, wenn ihr meint, ich würde mich drücken, ich habe in die Config geschrieben. Nein, ich habe nicht in die Config geschrieben. Ich habe einem geschrieben, dass ich auf dem Server bin, der unbedingt gegen mich kämpfen wollte. Habe ich geschrieben, hör zu, wenn ich bin jetzt da, dann komm. Also, hast du eine Antwort bekommen? Ich glaube ja. Hier blinkt was bei Skype, aber ich bin ja am Aufnehmen, da gucke ich jetzt nicht nach. Du hast nicht in die Config geschrieben, ne? Nee, in die Config habe ich das jetzt geschrieben. Sonst hätte ich jetzt kurz da geguckt. Weil ich habe auch Skype offen gerade. Ja. Ich kann ja vielleicht bei, wenn ich dann die letzte Folge für heute aufnehme, dann kann ich schon mal reingucken. Einem Hund geht's da nicht so gut, oder zwei. Also wie gesagt, ich drück mich eigentlich gar nicht vorm Kampf. So bin ich ja auch nicht. Sonst hätte ich mich nicht gegen Soul Eater gestellt eben. Vorhin. Gestern. Ja, ist doch so, oder? So, ansonsten hätte ich halt auch weglaufen können. Der hat sich auch erstmal eingekramt und so. Wenn ich es wirklich nicht drauf angelegt hätte, dann naja. Das mit den Hunden fand ich jetzt nicht so toll. Na, ich halt auch nicht. Aber gut, was will man da machen? Was willst du tun? Genau das. Vielleicht ist es ja auch ein richtiger Gangster. Tötet unschuldige Hunde. Wie du auch. So. Müssen wir jetzt so langsam wieder Richtung Spawn kommen? Ich glaube, der hat in die Base, wo deine Hunde waren, Lava einmal gesetzt. Ja, sonst wäre die haben alle auf einmal so gebrannt. Mhm. Ich gehe mir das mal angucken. Wenn ich es mal wieder finde. 6. Ja, das hier müsste die richtige Richtung sein. Ja, ich kenne den Pilz. Oh. So langsam kennt man auch jede Ecke hier. Ich weiß noch, dass ich, wo ich vom Spawn weggerannt bin, in der ersten Folge habe ich einen Pilz gesehen. Was für ein Pilz?
Einen roten Pilz mit genau 5 Punkten. Oh, noch 20 Sekunden. Ja, ja. Das habe ich abgelegt, das weiß ich. Hier ist er, der Spawn. Mal sehen, ob ich es noch schaffe. Ne, schaffe ich nicht. Ja, leider nicht. Aber dann morgen gucken wir, was er da gemacht hat bei den Hunden. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.